Jo, hallo und willkommen wieder auf meinem Kanal InKev. Alter, das ist wieder so stark, einfach so. Ich hau euch jetzt mal einen Real Talk raus. Der Real Talk wird super, weil es geht um Buhari, ne? Ich glaube, ihr kennt ihn. Mittlerweile auf meinem Hauptkanal habe ich ihn ja sozusagen behandelt, was das Ganze angeht. Und ja, wer ist eigentlich erstmal Buhari? Also, solltet ihr den noch nicht kennen, ich hatte ja den Streit mit Buri gehabt, dann war der Streit mit Buri wieder weg, dann gab es einen Streit mit Hashtag Joker. Ich habe ein Video zu Hashtag Joker gemacht, beziehungsweise Hashtag Joker hat mich oder hat mein Bild veröffentlicht mit einem Hitlerbart drauf und hat das sozusagen ins Lächerliche gezogen, aber das auch noch ziemlich ernst gemeint, ne? Also, der hat sich nicht mehr öffentlich dafür entschuldigt. Und ich habe dann ein Video dazu gemacht und Buhari hat dann darauf reagiert und hat übelst einen Lachkick geschoben, dass ich ja mit einem Hitlerbart zu sehen war. Ne? Also er hat übelst Lachkick geschoben, fand das lustig und hat gesagt, ich wurde zerstört und bla bla bla. Ne? All solches Zeug. Und jetzt möchte ich mal ganz kurz sagen, wie es eigentlich so weiterging mit Buhari. Also erstmal kann ich euch schon mal sagen, Buhari hat einen Strike kassiert, ne, mit seinem ersten Video, was er zu mir hochgeladen hat, diese Reaction. Da hat er einen Strike kassiert, hat natürlich relativ viel Scheiße geredet, aber der hat das Ganze auch gar nicht so ernst gemeint. Ja, und ich muss jetzt noch mal ganz kurz sagen, auch wenn Buhari ein bisschen komische Sachen erzählt hat, muss man sagen, der Typ hat mir auf Instagram geschrieben und war dort mega, mega korrekt drauf. Also für die Leute, die es nicht wissen, Buhari ist eigentlich, muss ich jetzt mal sagen, so im Nachhinein echt mega chillig drauf, ne? Ich hätte das im Leben nicht gedacht, dass der Typ entspannt drauf ist. Auf jeden Fall hat er mir so auf Instagram gerade eben nochmal gesagt, hier, der fand dann das Video lustig, was ich zu ihm gemacht habe und ich soll das nicht rausnehmen und der hat Lachki geschoben über den Anfang und der hat auch gemeint, der meint das gar nicht, oder der hat das gar nicht, der hat das Ganze gar nicht so ernst genommen, ja? Der fand das gar nicht so schlimm, der meinte das auch gar nicht böse, dass er mich jetzt als Nazi bezeichnet oder sonst irgendwas. Klar, für mich ist das halt immer so das Problem, wenn jetzt Leute Lachkick darüber schieben, okay. Das Problem ist aber, dass es halt hier darum geht, dass ich als Nazi betitelt werde. Ja? Und das Problem ist, dass ich Erzieher bin und wenn das irgendjemand mitbekommt, dass ich angeblich ein Nazi bin und die recherchieren dann drüber und sehen, da hat noch jemand ein Video gemacht, dass ich ein Nazi bin, da werden die ein bisschen komisch im Kopf vielleicht, ne? Und denken dann, ah, vielleicht steckt ja was dahinter. Und damit möchte ich halt gar nichts zu tun haben, deswegen reagiere ich da nicht gerade so extrem freundlich drauf. Gut, ich meine, ich habe jetzt auch so ein bisschen mehr Lachkick darüber geschoben, aber es ist trotzdem eine Sache, die finde ich einfach nicht okay. Ne? Also viele denken halt, ja, der Alphakönig, der kommt aus dem Osten, ja, die sind doch da alle so, die AfD-Wähler und so eine Scheiße. Ist nicht so, ja. Ist nicht, also es ist traurig, dass überhaupt so viele AfD-Wähler hier mit am Start sind. Ich selber finde das auch relativ erschreckend und schockierend. Aber ich kann euch sagen, ich bin keiner. Und ich als Erzieher, das wäre ein bisschen dumm, wenn ich das wäre. Ne? Also meine Einstellung ist eher weniger ausländerfeindlich oder so. Ne? Das kann ich euch schon mal sagen. Ich selber habe ja auch mit einigen zu tun. Von daher, als ob ich da irgendwas dagegen habe. Ja, das nochmal dazu. Und ich muss sagen, Buhari hat auch mir nochmal eine Sprachnachricht geschickt, wo er gesagt hat, hier, der findet das mega lustig, ich soll das Video online lassen, da wünsche ich mir auch viel Erfolg, noch viel Glück so auf YouTube. Und er hat gesagt, dieses YouTube-Ding nimmt er eh nicht ernst, der macht ja so ein bisschen Rap-Zeug auf Instagram und so. Und das soll der sein Zeug machen. Ne? Ich habe ihm auch geschrieben, jo, alles gut, Ehre, dass du das so entspannt nimmst, weil mein Video war ja schon eine relative, ich würde jetzt nicht sagen Zerstörung, aber ich glaube, man hatte schon relativ guten Content draus gemacht, aus dem, was er da als Steilvorlage geboten hat. Ja, deswegen kann ich euch jetzt schon mal sagen und jetzt schon mal beruhigen, Buhari ist in Ordnung drauf, ja. Also der hat es entspannt gesehen, der ist in Ordnung so, der hat gesagt, der wollte das nicht, der wollte mich auch nicht ernsthaft als Nazi bezeichnen oder sonst irgendwas. Der kannte sich auch in der ganzen Thematik scheinbar nicht aus, hat er gemeint. Von daher nehme ich ihn das jetzt nicht so übel. Es ist alles gut zwischen uns. Er macht jetzt seinen Weg. Ich weiß nicht, ob er noch YouTube macht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ihm auf jeden Fall eine kleine Start. Alter, ich kratz ab, Alter. Ich habe ihm auf jeden Fall eine kleine Starthilfe gegeben. Oh, warte mal, ich habe irgendwas verschluckt. Warte mal, Buhari hat jetzt auf jeden Fall von jetzt auf gleich 81 Abonnenten dazu bekommen. Ja, ich denke, das ist eine gute Starthilfe für ihn. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen da ganz, ganz viel Erfolg. Ja, das soll es jetzt auf jeden Fall gewesen sein mit diesem Real Talk. Ist eine kleine Zwischeninfo nebenbei. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wie heißt es so schön? Stänkchen ans Wänkchen, euer Alpha Kevin und ciao.